Hallihallo, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Fashion Haul. Ja, ich habe euch ja versprochen, dass ihr das jeden Monat bekommt, denn ich shoppe ja auch jeden Monat. Ich glaube, es vergeht wirklich nicht ein Monat, wo ich nicht Minimum 3 Teile kaufe. Es sind mal wieder wesentlich mehr geworden. Es ist wieder eine große Ausbeute mit dabei und ich zeige euch, was ich alles Schönes im Februar gekauft habe. Und diesmal haben wir mit dabei natürlich wieder Amazon, da shoppe ich eigentlich am meisten, weil es einfach da eine riesen Auswahl gibt. Diesmal ist aber auch Kick mit dabei und NKD, also ich bin ja so eine kleine Geiztussi und eine Schnäppchenqueen und Hauptsache günstig ist immer meine Devise und viel, ich will ganz viel. Also bei mir werdet ihr definitiv in keinem Fashion Haul teure Sachen mal finden. Also es gibt so ein paar Teile, die sage ich, oh, die muss ich haben, aber die haben auch echt Schmerzgrenzen. Also ich gehöre echt nicht zu den Leuten, die mehrere hundert Euro für eine Handtasche oder Schuhe ausgeben. Das wird nicht passieren. Nein. Und ich würde sagen, wir fangen mit einer Kleinigkeit an, die aus der Reihe tanzt. Und zwar bei DM habe ich auch noch ein bisschen Schmuck gekauft. Ich trage ja nur Modeschmuck. Und zum Beispiel die Ohrstecker, die ich gerade drin habe, die Glitzerstecker, die sind auch von DM, weil die sind echt Silber. Die habe ich mir dort gekauft. Ich weiß den Preis leider gar nicht mehr, aber teuer kann es nicht gewesen sein, sonst hätte ich sie nicht mitgenommen. Dann habe ich hier einmal noch Ringe mitgenommen. Das habe ich euch ja schon im letzten Fashion Haul gezeigt, dass ich das ganz süß finde mit diesen Fingerringen, wo man dann kleinere und größere halt auf einem Finger teilweise hat. Ich weiß nicht, wie das System heißt. Auf jeden Fall haben die nur 3,95 € gekostet und die sind ausnahmsweise mal in Gold. Ich habe fast überhaupt gar keinen Goldschmuck, aber es gibt ab und zu mal Outfits, wo einfach Gold besser aussieht als Silber. Ansonsten trage ich lieber Silber. Da kommt so auf jeden Fall noch ein Outfit, wo Gold definitiv besser passen würde. Und wie gesagt, das kam jetzt 3,95 € und ich fand die halt echt ganz süß und deswegen habe ich die mitgenommen. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir erstmal mit Kick an. Ich gehe wirklich regelmäßig bei Kick shoppen und ich schäme mich auch nicht, das zu sagen, denn wenn du bei Primark shoppen gehst, ganz ehrlich, und Katze räumt erstmal meinen Schrank aus, während ich hier erzähle, dann kannst du auch bei Kick shoppen gehen, also scheiß was drauf. Besonders Basic-Teile finde ich ganz gut, die bei Kick zu shoppen, denn ich bin ja so ein Mensch, sobald ich zu Hause bin, ist das Erste, was ich mache, den BH ausziehen, die Jeans ausziehen, Schlabbertop an, Jogginghose an und wie fast alle, die mich auch bei Instagram verfolgen und sich meine Stories reinziehen, kommt dann auch noch der Bademantel drüber. Die wissen das nämlich, weil meine Insta-Stories fast ausschließlich im Bademantel stattfinden. Und ich habe dann einfach mal wieder so ein paar Basic-Tops geholt, weil ich habe zwar viele davon, aber die sind alle verdammt abgeranzt, haben überall Blondierflecken und es wurde mal Zeit, dass ich mir einfach mal wieder so ein paar normale Sachen kaufe und das sind dann einfach hier solche Teile. Und das habe ich dann auch gleich in mehreren Farben geholt, denn die kamen nur 6,95 € und deswegen habe ich da einfach mal ein paar mitgenommen. Ich blende euch das natürlich auch hier an der Seite an, wie das angezogen aussieht, aber es ist wirklich nichts Spektakuläres. Das hier war einfach mal noch ein bisschen anders. Es hat einen Dreiviertelarm. Ansonsten haben die alle so eine Raffung mit an den Armen dran, dass man das auch mit so einem Knopf noch hochkrempeln könnte, wenn man wollen würde. Das sind, wie gesagt, die Teile. Das sind ganz normale Basics. Und da kam jedes Shirt, wie gesagt, 6,95 €. Kann man echt mal mitnehmen. Kriegen wir Gesellschaft? Komm mal her. Komm mal her. Katzenvideos sind immer gut. Gibt immer Klicks. Ja, und dann habe ich noch ein Sportoutfit wieder gekauft bei Kick. Das kann man nämlich auch echt wunderbar machen und so viel billiger, ganz ehrlich. Und es sieht so klasse aus. Und zwar habe ich einmal einen Sport-BH. Wieder mal ein Grau. Ich stehe einfach auf Grau. Hinten auch mit so einem richtig schönen Netzeinsatz. Du kannst sogar auch mal gucken. Für gut befunden, ja. Die tampert hier nämlich rum, weil sie Leckerlis haben will. Dann mach mal nicht so viel Geräuschkulisse, wenn ich drehe. Ja, wie gesagt, hinten haben wir so einen Netzeinsatz drin und das Ganze ist auch wieder gepolstert, was ich ja mal ganz gut finde. Dass man trotz eines Sport-BHs, der ja immer die eigenen Brüste platt drückt, es so aussieht, als hätte man noch welche. Das ist so der Sinn und Zweck der Sache. Und dazu habe ich einmal eine lange Leggings gekauft. Und die finde ich halt ganz cool, weil die hier an der Seite diese Mesh-Einsätze hat. Ich habe wirklich Katzen-Action heute mit dabei. So, die hat hier so eine Messeinsätze, wie gesagt, an der Beinseite, ist aber oben hoch geschlossen. Und das ist sogar für alle Leute, die wirklich draußen joggen gehen, ganz praktisch. Das hat hinten so ein kleines Fach mit einem Reißverschluss, wo man zum Beispiel den Wohnungsschlüssel reintun könnte. Da ich ja nicht draußen joggen gehe und ich glaube, das leuchtet sogar im Dunkeln. Sieht so danach aus. Jetzt hätte das so eine, dass man den Hintern noch erkennt auf der Straße und du nicht überfahren wirst. So. Ja, das ist auf jeden Fall das Ding. Und da gab es noch eine kurze Hose. Denn wenn ich jetzt im Sommer trainiere zu Hause, kann ich das nicht gebrauchen. Mit so einer langen Hose schwitze ich mir einen Wolf. Da nehme ich dann gerne immer nur so kurze Dinge. Ist mehr wie ein Slip als eine Shorts. Und das hat gekostet
Also die Leggings kamen 9,99 €, die Panty kam 3,99 € und das Bustier kam 4,99 €. Also wirklich super billig und ich finde von der Qualität her auch super. Von daher kann man sowas auf jeden Fall mal machen. Und ansonsten habe ich bei Kick auch wieder nur jede Menge Modeschmuck mitgenommen, auch wieder in Gold. Denn ich habe mir ja, das habe ich euch ja im letzten Haul, glaube ich, gezeigt, mir 2 weitere Ohrlöcher stechen lassen. Das wird jetzt auch demnächst auf der anderen Seite noch passieren, weil das ist jetzt schon fast abgeheilt. Und ich habe ja dann immer ganz gerne diese Dreierstecker, ne? Groß, mittel, klein. Und das habe ich mir jetzt einmal in Gold mitgenommen, weil wie gesagt, habe ich noch gar nicht. Und falls wirklich mal man zum Beispiel solche Ringe mit solchen Ohrringen kombinieren will, ist das ganz praktisch. Und dann noch einmal in so Perlen, aber die auch mehr so Gold angehaucht sind. Und dann habe ich auch noch mal so einen Ring mitgenommen mit einer Perle, auch in Gold. Der Ring kam jetzt 1 €. Diese Ohrstecker kamen 1,99 € und die dann wahrscheinlich auch, genau. Also gerade so Modeschmuck. Ich vertrage das zum Glück auch gut. Wer da sowas natürlich nicht verträgt, hat immer Pech gehabt. Bei mir ist das alles überhaupt gar kein Problem und deswegen habe ich die einfach auch nochmal mitgenommen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit NKD, denn da war auch nicht viel gewesen. Da bin ich auch nur mal ganz spontan reingehuscht. So viel bekomme ich da meistens jetzt auch nicht. Aber ich habe in der Tat 2 schöne Teile bekommen, die dann auch noch runtergesetzt waren beide. Und zwar einmal so ein schönes schwarzes Glitzertop, was vorne halt eben auch hier so eine Schnürung hat. Das ist jetzt hier in der Größe XS. Da musste ich die XS nehmen, weil es keine S mehr gab. Aber das geht zum Glück immer noch klar, weil obenrum bin ich ja wirklich sehr schmal. Untenrum würde das definitiv nicht funktionieren. Mein Arsch kriege ich in die XS nicht mehr reingezwängt. Das hat gekostet nur noch 5,99 € runtergesetzt von 9,99 €. Also NKD ist ja generell schon nicht gerade teuer. Und runtergesetzt ist es dann echt fast geschenkt. Ne? Also das ist einmal dieses schwarze Glitzertop. Und dann wieder noch ein rosanes Top, auch mit Glitzer. Das finde ich zum Beispiel auch ganz schön, gerade wenn man weiß, man geht essen und wird hinter einen dicken Wanst haben, weil das so ein bisschen flatterig ist. Um den Bauch rum finde ich das ganz schön. Und das hat zum Beispiel eher so Golddetails, wo richtig schön Goldschmuck zu aussehen will. Und da bin ich auch wieder ganz happy, dass ich mir ja letztens erst diese roségoldenen Sandalen gekauft habe, wie ihr im letzten Fashion Haul sehen konntet. Die passen nämlich perfekt dazu. Habe ich ja auch euch hier so vorgeführt mit den Schuhen. Und dazu dann halt eben Goldschmuck, ist richtig schön. Und das Top kam nur noch 7,99 €, hat vorher 12,99 € gekostet. Also auch alles im Sale. Und deswegen ist das mitgegangen. Und da habe ich auch nochmal Schmuck gekauft. Ich habe verdammt viel Modeschmuck gekauft letzten Monat, das muss ich gestehen. Und zwar auch einmal wieder so Glitzerstecker. In dieser Dreierkombination habe ich nämlich noch nicht gehabt. Und die habe ich einfach mal mitgenommen für 3,99 €, kann man nichts falsch machen. Und die sehen sogar gar nicht mal so billig aus, muss ich sagen. Also es gibt ja wirklich manchmal Schmuck, den man es ansieht. Den hier finde ich persönlich gar nicht und deswegen habe ich die mitgenommen. Einmal in Normalglitzer, dann einmal so in Schwarz mit Glitzer. Die kamen jetzt auch 3,99 €. Dann einmal Perlen in 3 Farben, finde ich auch ganz schön. Also ob ich die jetzt nur mal so trage oder halt auch in der Dreierkombi, das weiß ich noch nicht, weil die ja alle gleich groß sind. Die kamen 2,99 €, aber halt eben in Grautönen. Schon allein deswegen konnte ich da nicht widerstehen. Ich liebe alles, was grau ist. Und was ich super praktisch fand, also bestimmt kennt ihr das alle, die gerne Ohrstecker tragen, dass man immer diese kleinen Nippel, diese Verschlussdinger ständig verliert. Also selbst bei diesen Dingern, die ich erst letzten Monat gekauft habe, sind schon beide Stecker ersetzt worden von mir. Denn es gab bei NKD diese kleinen Ersatzstecker in einer Tüte mit Gold, durchsichtig oder Silber, wirklich nur für 1 €, richtig geil. Habe ich gleich mitgenommen und wie gesagt, hier sind schon in beiden Ersatzstecker drin. Weil den einen habe ich im Bad verloren und der andere, da war der Originalstecker eh generell sehr locker und den habe ich letztens einmal nicht gefunden. Der Ohrring war wenigstens noch da, immerhin. Und das war meine Ausbeute von NKD. Das meiste haben wir natürlich wieder von Amazon und da ist auch wirklich quer Beet mit dabei, von Marken bis absolut China, No Name, ist alles mit vorhanden diesmal. Deswegen würde ich sagen, wir fangen mal direkt mit 2 Pullovern an. Den einen habe ich ja, glaube ich, sogar genau im letzten Fashion Haul getragen. Das ist dieser hier. Den habe ich ja auch schon in der Farbe Ecro. Den gab es in dem Fashion Haul, den ich davor gemacht habe. Und dann habe ich den jetzt nochmal halt in Altrosa bekommen. Ich liebe ja die Farbe Altrosa. Hat ja auch wieder diese kleinen Schulter-Cutouts. Also den Pulli generell mag ich total gerne und ich habe den so billig geschossen für 8,81 €. Ohne Scheiß, ist von der Firma Jennifer. Die machen generell total schöne Pullis und Oberteile. Also ich habe ja jetzt schon mehrere Sachen da geshoppt. Die Qualität ist auch super. Also ich habe da noch nichts gefunden, was ich beanstanden könnte. Der ist jetzt in der Größe S. Und wie gesagt, für 8,81 €. What the fuck? Da geht mir immer übelst einer ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich so billig Sachen kaufe, könnte ich mir richtig den Arsch abfreuen. Und jetzt kommen wir noch zu einem anderen Pullover, auch von der Firma Jennifer, und den liebe ich so sehr, weil der einfach auch diese Schulter-Cutouts hat, aber dann mit diesen Rüschen-Details noch an der Seite.
Der ist jetzt aber wieder ein bisschen höher geschlossen am Hals. Was ja noch voll, für alle anderen Leute würden sagen, du hast so einen Knall. Aber ich kann das ja nicht haben, wenn irgendwas meinen Hals berührt. Und ich habe solche Angst gehabt bei diesem Pullover, dass mich das stören wird. Es ist grenzwertig. Es geht gerade so. Also es ist mit Sicherheit kein Pullover, den ich den ganzen Tag tragen könnte, ohne dass es mich irgendwann stört. Aber ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal angehabt und es geht wunderbar. Der ist auch wieder in der Größe S und auch wieder mega Preis, Leute. Und zwar 8,22 €. Ich werde euch natürlich alle Links hier dazu, den Klamotten unten in die Infobox mit reintun, falls ihr irgendwas nachkaufen wollt. Und die Sachen gibt es noch in den Größen, wie ihr sie braucht oder generell die Artikel noch, dann schlagt zu. Also gerade bei diesen beiden Pullovern, super Schnäppchen. Dann machen wir mal weiter mit etwas, was ein China-Produkt eigentlich ist. Wurde aber jetzt über Prime geliefert, also irgendwo kam der Versand dann doch aus Deutschland. Sollte vielleicht mal die Knöpfe im Schritt zu machen, damit der Body nicht so unanständig aussieht. Und zwar ist es ein Body, der sowieso ein bisschen unanständig aussieht, das muss man sagen, denn er ist sehr freizügig und sehr sexy, aber ich finde ihn heiß. Natürlich jetzt nichts, was man mal ansieht, wenn man im Supermarkt einkaufen geht, aber wenn man jetzt vielleicht mal mit jemandem das dritte, vierte, fünfte, sechste Date hat, irgendwie kann man das schon mal tragen. Das trägt man nämlich auch ohne BH, denn das ist im Brustbereich blickdicht, hat dann vorne diese Schnürung, ist wie gesagt im Schritt mit Knöpfen zu schließen, hat sogar im Schritt so eine Schlaufe, dass man sich das Ding von hinten bei Issa nach vorne holen könnte. Alle Frauen wissen, was ich meine. Man hängt ja wirklich immer in den verkrampftesten, behindertsten Positionen da, um dieses Teil dann zu finden und sich diese scheiß Knöpfe zuzumachen. Bei vielen Bodys, die ziehe ich auch echt, wenn ich auf die Toilette gehe, oben drüber aus, weil es einfacher geht. Das würde ich bei denen nicht empfehlen. Denn er ist wirklich sehr eng und deswegen habe ich den auch in der Größe M anstatt in der S wie normalerweise. Der kam 14,99 €. Was ich hier wirklich schön finde, es ist wirklich keine billig aussehende Spitze. Und auch an den Ärmeln ist das so ein ganz schöner Spitzenabschluss. Das sieht richtig edel und hochwertig aus und es trägt sich auch ganz angenehm. Man muss natürlich echt beim Ausziehen und so weiter aufpassen, dass man sich das Ding nicht kaputt macht, denn die krasseste Qualität ist das natürlich nicht. Das muss man ganz klar dazu sagen. Aber ich freue mich schon drauf, den zu tragen. Aber bestellt den, wie gesagt, wenn dann eine Nummer größer, steht auch da, dass der kleine ausfällt. Deswegen habe ich das auch gemacht. Und Frauen, die jetzt auch größer sind noch als ich bin 1,73 Meter, wenn man noch größer ist, dementsprechend auch der Oberkörper noch länger ist, dann lieber die Finger davon lassen. Es könnte eng werden im Schritt. Würde ich mal so erwähnt haben. Ne? So. Das wäre das Ding, ne? Einmal so ein China-Teil und da kann man sich auch echt mit anscheißen ganz oft. Diesmal hatte ich wirklich Glück, denn es kommen ja noch ein paar mehr China-Teile. Jetzt kommen wir aber erstmal wieder zu der Firma Feind. Da war ja beim letzten Shopping-Haul auch eine Menge mit dabei und da habe ich euch ja gesagt, dass man eigentlich fast alles eine Nummer kleiner sogar bestellen muss, in einer XS, damit das passt. Bei der Hose war ich mir aber ziemlich sicher, nee, bestell mal lieber eine S und das war auch gut so, denn die passt hervorragend. Hahaha, und ich bin sogar ehrlich, sie passt jetzt noch besser, als wo ich sie bestellt habe. Ich habe sie bisher nämlich noch gar nicht angehabt, nur zum Anprobieren. Und da war sie sehr, sehr, sehr eng. Und jetzt passt sie besser, weil ich schon wieder 2 Kilo abgenommen habe. Yay! Nee, jetzt sitzt sie wirklich super. Und da fand ich halt wirklich mal was anderes, weil es so eine Jeans ist, irgendwie die fast alle Jeansfarben mit drin hat. Von dunkel, mittel, ganz hell. Unten sieht die auch so aus, als wäre sie so komplett aufgefranst am Bund. Und hat hier über diese Abnäher drauf und diese Löcher drin. Ich finde sie halt sehr lässig. Also es wäre zum Beispiel keine Hose, die ich mit Heels anziehen würde. Wie man sieht, habe ich die ja einfach nur mit so weißen Sneakern kombiniert, mit so Stoffschuhen. Und kann man entweder auch cool mit einem Top dann anziehen oder ich habe es jetzt einfach mal mit diesem rosanen Pulli kombiniert. Und ja, also wie gesagt, ich finde sie sehr, sehr cool. Ist auch wieder eine schöne High-Waist-Hose und wieder, Leute, mega Preis. 11,70 €. Also, Schnäppchen hier am Start wieder bei mir. 11,70 € für eine Jeans, die auch wirklich von der Qualität her super ist. Da kann man nichts sagen. Die sagt Größe S, 36 habe ich die gekauft. Und ich bin sehr, sehr glücklich mit der. Jetzt habe ich das natürlich in der falschen Reihenfolge gemacht. Das heißt, ich muss euch das zweimal blenden. Egal. Werdet ihr auch überleben, denke ich mal. Und jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsteile. Ich finde das Ding so schön. Von der Firma Miss Selfridge. Ich glaube, das ist so das einzige mit einer etwas hochwertigeren Marke. Obwohl made in China, ne? Miss Selfridge. Größe 36 habe ich das bestellt. Und das ist halt ein sehr enges Top. Auch wieder so schulterfrei und mit diesen Schleifchen oben. Und dann in dieser geilen Farbe. Ich liebe ja alles, was blau ist, wie man heute sehen kann übrigens. Mal dunkelblau, aber auch mal babyblau. Also ich liebe alles, was blau ist und steht mir auch leider immer verdammt gut. Mit den blonden Haaren und so. Und das Ding, wie viel hat das gekostet? 11,31 €, Größe 36. Ja, also bei mir sind heute wirklich wieder nur krasse Schnäppchen dabei. Ist nichts dabei, was über 20 € kostet, ne? Yes!
Ich merke es gerade selber. Yes! Das muss man mir erstmal nachmachen. Aber könnt ihr ja jetzt. Jetzt wisst ihr ja wie. Genau, und wie gesagt, das mit einer weißen Hose zum Beispiel. Ich liebe es. Ist auch ein ganz schöner Stoff. Also hoffentlich wird es endlich bald Frühling, weil das ist so ein geiles Frühlingsoutfit, ne? Mit einer langen Hose und dann auch gerne geschlossenen Schuhen dazu oder so. Freue ich mich schon drauf. Jetzt kommen wir auch wieder zu einem China-Teil. Jetzt kommen eigentlich nur noch China-Teile. Das sitzt zum Beispiel jetzt nicht so optimal. Kann man machen. Hat auch nicht viel gekostet. Hat gekostet 9,99 Euro. Ist Größe S. Der ist sogar ein bisschen zu groß, muss ich sagen. Ne? Also ich könnte den ein bisschen kleiner gebrauchen. Gerade zum Hüftbereich sieht das schon fast wie eine Windel teilweise aus. Geht so. Ist ein bisschen suboptimal. Der saß zum Beispiel besser, wo ich fetter war. Fetter in Anführungsstrichen, 2 Kilo ist jetzt auch nicht die Welt. So, aber ich will ja auch noch insgesamt, wie viel noch abnehmen? 2,5 Kilo soll noch runter. 1,5 bis 2,5. Dann sitzt der ja noch schlimmer. Oder ich muss mir den noch ein bisschen enger nähen. Oder ich gucke mal, ob ich eine Freundin habe, die ein bisschen mehr fraulichere Hüften hat. Dann sollte das auch gehen. Mal gucken. Aber an sich ist er gar wirklich süß. Ich finde das halt so ein bisschen niedlich, weil es irgendwie so Picknick-Style hat. Weiß ich auch nicht warum. Ich stehe alles, was so Karo-Muster hat, denke ich immer so gleich an. Oh, Picknick im Park und schön und so. Ja, an sich ist der wirklich niedlich, aber er sitzt nicht so perfekt bei mir. Würde wahrscheinlich bei einem anderen Körper wieder besser sitzen. Ist ja immer so ein bisschen figurabhängig. Jetzt kommen wir zu einem Kleidchen, was sehr schön sitzt wiederum. Ist jetzt natürlich nicht der hochwertigste Stoff, das ist auch nur so ein Polyester-Stretch-Zeug. Ich finde, bei einem Kleid ist es aber okay, kann man das machen. Bei Oberteilen, an den Achseln, wenn man irgendwas hat, nein. Da stinkt man dann immer wie sonst was. Also, wenn ich irgendwie Polyester-Shirts anhabe, dann stinke ich ganz schnell unterm Arm. Ich erzähle euch hier Sachen, die will man vielleicht gar nicht wissen. Okay, ja, auf jeden Fall dieses blaue Kleidchen, was halt vorne so überkreuz ist, also so Wickeloptik hat, dadurch hinten länger ist. Und das kam jetzt 12,99 Euro, ist auch in der Größe S. Wie gesagt, sitzt super, ich habe auch farblich perfekt passende Schuhe dazu. Das heißt, es wird auch mal so ein Sommeroutfit sein, was man wirklich mal auch so einfach mal auf die Schnelle anziehen kann. Ist jetzt halt nichts Besonderes, aber ich finde es ganz süß und wie gesagt, für 12,99 Euro. Kann man mal machen. So, und jetzt kommt eigentlich so mein Lieblingsteil, wo ich mich im Sommer schon mega drauf freuen werde. Also mein Lieblingsteil ist eigentlich das blaue Shirt, aber das ist so Nummer 2 hier. Das Einzige, was ich hier noch machen muss, ich weiß nicht, ob man das in dem Video, wie ich es vorgeführt habe, ob man das sieht. Hier ist ganz gerade eine Sicherheitsnadel dran. Eigentlich wird das hier oben mit so einer Schlaufe, die ein bisschen sehr eng genäht worden ist, und einem Knopf geschlossen. Ich habe vorhin versucht, diesen Knopf da durchzukriegen. Hat nicht so geklappt, dann ist der Knopf abgegangen. Also ich werde mir da wahrscheinlich einen Druckknopf annähen oder so oder einen kleinen Mini-Knopf dran machen. Dann wird das nämlich im Nacken geschlossen. Es ist natürlich vorne. Ne? Mega ausgeschnitten und hinten genau das gleiche. Also es ist wieder ein so ein Nackerdich-Outfit. Ich sehe gerade, da ist hinten auch noch ein Reißverschluss dran. Den brauche ich aber gar nicht. Ich habe den gar nicht aufgemacht. Spricht nur für mich. Genau, das ist halt wirklich ein süßer Jumpsuit. Der war sogar, glaube ich, mit das teuerste gewesen. Ne? Ja, 16,27 Euro, obwohl das auch ein China-Teil ist. Das kam sogar wirklich in der Tat aus China. Das habe ich nämlich an die Adresse von einer Freundin liefern lassen, weil die stellen das immer nicht an Packstationen zu. Und an meine Hausadresse, meine Nachbarn klauen ja immer meine Post, also habe ich das an eine Freundin schicken lassen. Hat eine Weile gedauert, bis es angekommen ist, aber ich finde das so süß, das Teil. Ne, weil das hier unten ja diese kleinen Volants hat, dass es so ein bisschen Röckchen-Charakter hat, diese super kurze Hose. Und dann, ich kann ja im Sommer auch mal nicht nackt genug sein. Sollte hoffentlich noch mal ein schöner Sommer werden, genau. Und da muss ich mir dann nur ein Knöpfchen dran nähen und dann ist es richtig schön. Mit ein paar Sandalen zum Beispiel im Sommer. Richtig, richtig toll. Und ich glaube, ich habe jetzt auch wirklich nichts vergessen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte was vergessen, aber nein. Es war ja auch wieder mehr als genug gewesen. Es ist auf jeden Fall auch für den März-Haul schon wieder einiges zusammengekommen. Also das wird wirklich wahrscheinlich so eine Sache sein, die ihr wirklich jeden Monat von mir bekommt. Ich hoffe, dass ich euch bald mal auch mal was anderes bieten kann. Aber es ist natürlich immer so eine zeitliche Sache. Ich habe ja noch den Koch-Channel. Ne, mein Food-Channel, wer den noch nicht kennt, darf da gerne reinschauen und da auch gerne ein Abo dalassen, wenn ihr das gerne möchtet. Und ich versuche natürlich hier immer so regelmäßig wie möglich euch auch neues Material zu liefern. Und ich habe da echt schon ein paar coole Ideen im Kopf, aber alles immer so eine Zeitfrage. Ne? Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch Spaß gemacht hat, dass da vielleicht das ein oder andere Teil dabei war, was euch auch so gut gefällt, dass ihr es vielleicht sogar nachkaufen wollt oder ich euch für irgendwelche Looks inspirieren konnte. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie einfach in die Infobox rein, die werde ich natürlich sehr, sehr gerne beantworten. Und ansonsten würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Also, bis bald!